Hallo und herzlich willkommen zu unserer improvisierten Fahrzeuganhaltung. Wir haben hier den typischen Fall, dass sich eine Dame nicht vorschriftsmäßig geäußert hat bezüglich ihrer Umbauten. In den Vereinigten Staaten kann man nur dann verkehrsmäßig angehalten werden, wenn beim Fahrzeug etwas nicht in Ordnung ist oder wenn das Fahrzeug einen technischen Defekt aufweist. Man wird sich dann nur vorsichtig dem Fahrzeug nähern. Es ist ganz wichtig, dass die Fahrerin bei der Anhaltung entweder die Hände auf dem Lenkrad hat oder gleich durch das Dach hochstreckt. Das Dach, nicht das Fenster. Thank you for cooperation. Und schaut, ob alles seine Ordnung hat, ob man nicht irgendwelche Crackpipes oder komische Tütchen findet oder Open Containers, also zum Beispiel Bierdosen, die geöffnet sind. In diesem Fall werden in den Vereinigten Staaten allen, die in dem Fahrzeug drinnen sitzen, der Führerschein abgenommen. Das Alkohol darf nur... Oh, was haben wir denn da? Na, das schaut nicht gut aus, Herr Kollege. Das schaut nicht gut aus. Ist deutlich zu viel, diese Menge. Das überschreitet ganz eindeutig das Limit. Ich würde sagen, wir werden die Dame mal bitten, aus dem Fahrzeug auszusteigen. Aber schön langsam. Und wir wollen die Hände sehen. Keep your hands in the air. I want to see your hands. I want to see your hands. Okay, ja. Nochmal ein Grund, dass die Handschellen angelegt werden müssen, da es sich hier eindeutig um einen Verstoß handelt. Es kann nämlich sein, dass man nur vorübergehend in Handschellen genommen wird, bis der Beamte einen Überblick über das Gehen auf dem Kofferraum ist der Fall wohl eindeutig, wenn auch nicht politisch korrekt. So, wir geleiten jetzt die Dame vielleicht zur anderen Seite des Fahrzeugs. Dieses Fahrzeug, dieser 2003er Ford Crown Victoria ist auch gleichzeitig, das heißt, wir haben hier eine, na nicht, cooperate, don't resist, cooperate. Watch your legs, thank you. Kollege, aber ich glaube, es ist gut gegangen nochmal. Okay, keine Klage am Hals. Wie gesagt, hinten sind die Gitterstäbe zur Sicherung und wir werden jetzt das Fahrzeug auch noch näher in Gewahrsam nehmen und dann abschleppen lassen, würde ich einmal sagen. Okay. So, talk a bit. Jetzt haben wir hier ein wunderschönes Cabrio mit attraktivem Inhalt. So, das war ein bisschen ruppig stehen geblieben, aber es passt. Hey, was soll das? Was soll... Hey, don't do that! Wir müssen verstärken. Wie schaut es jetzt aus? Also, shall I use my taser? Get down on the ground. Spread your arms like an airplane. Do it now. I want to see your hands in the air. Get down on the ground immediately. Runter auf den Boden. Okay, thank you for Schellen anlegen. Oder haben wir keine mehr? You can have my one. Hier kannst du meine haben. Okay, die Situation ist unter Kontrolle. Mit ein paar kleinen Blessuren wie diesen Stern. Ich danke. Das ist halt, ich hoffe, die Ladies sind befreit, die Rüppeltypen sind abgeführt. Ihr habt heute noch einen schönen Abend bei diesem wunderschönen Fest, super Wetter. Danke für eure Aufmerksamkeit, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf Wiedersehen. So, wie werfen wir bei Matthias Vollmann, wenn der